Runde, wenn ich mich nicht täusche. Mal wieder Londoner System. Die Frage, wie ich das hier spiele, ne? Läufer E5 sieht nicht so gut aus. Muss irgendwie mit C5 Gegenspiel kreieren, aber wie? Springer F8, Läufer E6, ne? Das sind die Züge hier. Den Königsflügel decken und irgendwann E5 spielen. Er spielt sehr schnell. Komm, wir ignorieren das einfach. Wo will er überhaupt matt setzen? Ja. Es droht aber nicht so viel, wenn ich ehrlich bin. D4, Springer E4, DE3, ne? D4 sieht stark aus. Okay, lässt den Springer nach E4, aber gut, was soll's. Also ich schlage hier raus. Da kann er nicht hin. Okay. Er spielt sehr schnell, ne? Muss man ihm lassen. Machen wir den. König hat 2. Den Zug verstehe ich nicht. Ich weiß nicht, warum ich den Zug gemacht habe. Ich will damit die 7 spielen, ne? Ja. Hier nehmen und dann Dame hier. Ja. Jetzt opfert er hier wild rum. Da kann ich nicht. Dame B2, Turm D1, dann. Ich verstehe nicht ganz, was er da macht. Gehen wir halt wieder zurück. Wie schnell er spielt. Der Idee. Springer D6 greift ihn an. Der ist super schnell, meine Güte. Ich komme gar nicht klar. Ist das schon so ein Kind, ne? Das Schach habe ich auch überhaupt nicht gesehen. Wirklich null. Dame D4 wäre jetzt eine Idee. Er muss die Damen tauschen. Scheiße. Fuck. Mein Gott, hat er mich überspielt. Das gibt's doch nicht. Mann, 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 ey. Ist das matt? Wahrscheinlich, ne? Spielt auf matt. Springer F7 ist matt, ne? Nicht schlecht. Der hat richtig stark gespielt. Oh, mit so einer öseligen Variante, ey. Wieso kann ich mir das nicht einmal merken? Hier. Bis hierhin habe ich schon ein paar Mal gespielt. Springer D7 ist okay, aber C5 ist noch viel stärker. Hier ist Zentrum attackieren. Na gut, das ist jetzt nicht unbedingt ein Fehler. Das ist auch nicht gut, was er macht. Man soll hier nehmen, das ist natürlich sehr interessant. Naja, was macht er auf Dame C7, ne? Wenn er F4 macht, kommt Dame hier hin. Ja. Das ist einfach Quatsch alles. Das ist einfach irgendein Blödsinn, der da gespielt wird.
gut, auf Chance halt, ne? Und das ist schon zu langsam. F5 hier mit der Idee. Und wenn er den macht. F4, ne? F5 ist so stark, ey. Das ist keine gute Eröffnung. Ich verliere viel zu viel gegen schlechte Eröffnungen, muss man sagen. Ich stehe einfach besser, ne? Bin mit E5 natürlich ein bisschen zu schnell. Ja, das ist interessant, ne? Springer E6, Turm A8, ne? Da habe ich alles unter Kontrolle. Ja, das ist schön. Auch das ist auch noch okay. D4 ist natürlich sehr riskant, ne, weil ich den Springer nach E4 lasse. Das war mir klar. Das ist zu materialistisch gespielt. Ne. Er kann sogar Springer D6 machen. Dame B4 Schach geht ja nicht, wegen Dame schlägt B4. D4 ist Quatsch, ne? Ja. Ich muss den machen einfach. Rochade und dann irgendwie normale Züge. Schönes Zentrum, nicht die Felder hergeben. Damit die vier waren Verlegenheitszug. Keine Ahnung, warum ich den gemacht habe. Mir fiel hier nichts ein. Ich gehe wieder zurück. Ja, und jetzt stehe ich immer schlechter, ne? Nach und nach. Und hier hatte ich nur noch 37 Sekunden und habe nur Dame D4 gesehen und Läufer F6, die Drohung natürlich komplett ignoriert. B5 geht hier. Die Idee ist wahrscheinlich Dame G4, Dame H6, ne? Den zu fesseln. Ja gut, der Rest war egal. Habe ich schnell verloren.